Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Das ist schräg. Ja, meine Themen heute sind Nordschleife, die zweite. Der Tesla Fußgänger Sound ist raus. Tesla Software Update 10.0 Preview. Was erwartet uns? Und es geht um den Klimastreik und das Statuspapier der Bundesregierung. Wem ist dies eine Dauerwerbesendung? Ja, hier. Vor über einem Jahr, Ende 2017, haben wir die Ladesäule unterm Rathaus eingeweiht. Hier ist der Bürgermeister, da bin ich. Und der Bürgermeister Züfler hat sich jetzt hier in Weilheim-Tech tatsächlich ein BMW i3 zugelegt für die Kurzstrecken im Ländle, im Städtle. Ja, und es gibt einen Plan, eine sukzessive Umstellung der Dienstfahrzeuge von Verbrennungsmotoren auf Elektro. Super. Von Tesla gab es die Version 9.0 und ja, die 2019 32.1 und 32.2 und sowas, und die sind alle gleich. Die haben Folgendes, dass nämlich das Software-Update jetzt oben in der Statusleiste angezeigt wird, wenn es eins gibt und man dann direkt in diese Software-Konfiguration reinkommt. Neu ist eigentlich diese Reifenkonfiguration, gucken wir uns gleich an, und noch eine Sprachunterstützung für Norwegisch. Ja, die gab es auch vorher schon, weiß nicht, das ist ein Update. Ja, ich habe natürlich jetzt hier Angst gekriegt, also hier Ankündigung des Nachts, Update. Dann habe ich es durchgeführt und hat aber super funktioniert. Was rausgefallen ist, ist das fünfmal Klicken hier auf das Unendlichkeitssymbol und dann hat er auf 150 eingestellt. Das ging nicht mehr. Ansonsten habe ich nichts entdeckt. Das haben sie natürlich wieder nicht geschrieben. Und eigentlich neu ist diese Reifenkonfigurationsauswahl. Ich habe die 19 Zoll Sport drauf. Die sehen so aus. Das sieht man dann auch. Man kann aber hier das umschalten und dann zeigt er die anderen vom Aero und vom Performance. Ist ja vor allem wichtig, wenn ich für Winterreifen andere Reifen drauf habe, was ja jetzt demnächst kommt. Und dann kann ich das da umstellen fürs Auto. Wundert mich, dass es nicht automatisch funktioniert, aber die Reifen haben wohl keinerlei Sensorik, die das irgendwie überträgt. Boah, ist ja auch okay. Ja, unsere Justizministerin ist gegen die Klarnamenpflicht. Facebook zum Beispiel verlangt ja eigentlich von einem, dass man sich mit seinem richtigen Namen dort einloggt. Machen ja viele auch nicht, heißen trotzdem irgendwie alle Hans Müller, Frank von Schräg oder Superman und Batman. Ja, es wird natürlich irgendwann kommen, denke ich mal, wenn das Internet eigentlich so wichtig ist, dass man als reale Person dort auch identifizierbar ist, dann wird das natürlich passieren. Im Moment im Twitter und überall sind wir natürlich mit Nicknames da unterwegs. Ja, VW hat ein neues Logo, an sich dünner, reduzierter nennen sie es. Nicht so ein großer Unterschied jetzt hier, ich habe euch die beiden mal hingeklebt, aber auf jeden Fall jetzt in Bezug auf, wir wollen den Dieselskandal hinter uns lassen und in neue Technologien aufbrechen. Ist es vielleicht mal nötig, ein neues Logo zu haben, obwohl es jetzt meiner Meinung nach kein neues ist, ne? Bisschen umgeändert. Ja, die Diskussion auf der IAA war ja auch mit dem SUV-Verbot und hier haben wir mal so eine Auflistung, welche Parteien denn zu wie viel Prozent eigentlich gegen ein SUV-Verbot sind. Nein, ist aber hier andersrum formuliert, ein Verbot befürworten vor allem Anhänger der Linkspartei, nämlich 45%, die Grünen nur mit 35% übrigens. Die FDP sind zu 91% dagegen, also Befürworter nur 9%. Die AfD sind auch dagegen, zu 84%. Und die Union ist auch dagegen mit 71%. Ja, die hätten natürlich jetzt die gleichen Prozentzahlen nehmen sollen, aber okay. Ja. Ja, befürworten links und grün und ja, so rum. Also, naja, liebe DPA, bitte mal ordentlichere Meldungen schreiben. Die Klimakritiker an sich sind auf der IAA nicht aufgetreten, die haben nur demonstriert davor. War natürlich hier, die Formulierung ist so, die IAA sei nicht das ein Teil der Lösung, sondern ein Teil des Problems, also die Automobilausstellung ist ein Teil des Problems. Liebe Umweltgegner, oder Fridays for Future, das hätte ich nicht gemacht, weil Diskussion ist immer gut, klar, die wird wahrscheinlich zu nichts geführt. Die IAA wird in Zukunft, wenn sie noch weiter existiert, die Messe sein, wo unsere deutschen Hersteller ihre E-Autos präsentieren. Das haben sie nämlich auch dieses Jahr schon gemacht. Ich fand eigentlich, die IAA wandelt sich oder auch die Aussteller haben sich massiv gewandelt. Ja, mein Statement jetzt dazu. VW liefert im Moment weniger aus, im Minus.
Ich hoffe dann, Ihre E-Autos werden es bringen. Nein, ihr müsst immer wissen, das ist unter 10% von Ihrem Gesamten natürlich. Also auch im Moment ist ja gar kein E-Auto da, außer der E-Up und dem E-Golf. Sie müssen ja erst das aufbauen, die ganze Sache. Das hier ist fataler. Nur 2% der Deutschen sind gern in Mitfahrangeboten-Gemeinschaften unterwegs. Ja, nur 2%. In der EU sind es eigentlich 6%. Also Mitfahrgelegenheiten, Gemeinschaften, BlaBlaCar und Co. sind wohl doch nicht so gefragt. Also ich wundere mich, ich dachte, unter Studenten und der jungen Bevölkerung ist das so total in. Ist wohl gar nicht so. Seltsam, seltsam. Ja, VW. Wie ist das jetzt mit dem ID? Ich habe noch was hier entdeckt. Das ist nämlich diese App von VW, der EV-Check. Ja, dann kann man nämlich checken. So tägliche Strecke lässt man das immer mitlaufen, wenn man fährt mit seinem Auto. Kann man checken, welcher ID oder sonstige E-Auto von VW denn für einen geeignet ist für seine tägliche Strecke. Hier sieht man nämlich schön, deshalb habe ich es mal hingeklebt, die Batteriegrößen. Ja, die erste kleinste Batterie ist die 45 Kilowattstunden Batterie und da sagen sie, die kommen auf 330 Kilometer. Ich denke, das ist WLTP. Bei der mittleren sind es 58 mit 420 Kilometer und die größte 77 Kilowattstunden mit 550 Kilometer WLTP-Reichweite. Finde ich cool, dass das mal hier so aufgeschlüsselt ist. Die Preise hätte ich noch dazu schreiben können, ne? Ja. Welcher ID ist für uns geeignet? Ansonsten haben Sie den E-Golf auch mal hingeschrieben. Ihr seht einen deutlichen Unterschied. 230 Kilometer mit der 36 Kilowattstunden Batterie liegt also hier unterhalb der 1er Batterie vom 3er und der E-Up nochmal drunter, beziehungsweise eigentlich dazwischen, wenn man sich's anguckt, 260 Kilometer Reichweite bei der 32 Kilowattstunden Batterie. Das ist mal auf einen Blick das komplette Angebot hier von VW im E-Auto-Bereich. Ja, man kann das schön mit irgendwelchen Verbrennern vergleichen. Mit Verbrennern sage ich deutlich, weil Tesla ist nicht dabei. Ich hätte es gerne mit dem Model 3 verglichen. Geht nicht. Man kann das nur mit Verbrennern vergleichen, die Fahrweise und wie viel man einspart. Ich muss es wirklich mal mitlaufen lassen. Habe ich mal vergessen, wenn ich im Auto bin, das einzuschalten. Wir hatten das schon mal von euch gemacht. Taugt die App was? Gab es, glaube ich, früher schon mal vom ADAC oder von irgendeiner Versicherung. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, hier, Sion. Sion von Sono Motors ist das erste Solar-Elektro-Vehikel. Ja, das Auto, das sich selbst auflädt. Und sie versprechen einem, letzte Versprechung waren 34 Kilometer pro Tag sind möglich. Durch die hohe Effizienz auch der Solarzellen. Ja, haben wir gedacht. Inzwischen ist das geklaut worden von Fraunhofer auf der IAA. Die haben nämlich gezeigt, ja, wir können das hier auch in so ein Panoramadach einbauen. Sogar weiterhin das Panoramadach. Also man kann durchgucken. Die haben die Solarzellen hier so schön integriert. Und dann kann man auch hier, sehen Sie mal die Effizienz. Also was es dort geht, was dort geht. Und dann, wenn man 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometer annimmt, wären das 10 Kilometer Fahrstrecke, die man mit so einem Solardach dann dazu aufladen könnte. Das hört sich schon mal interessant an, weil die haben jetzt die Seitenflächen vorne und unten noch nicht beplankt, hier wie beim Sion. Kommt also so ein bisschen hin und Vorteil hier ist tatsächlich jetzt, dass das in das Dach eingebaut ist, also wie beim Model 3 zum Beispiel, in diesem eigentlich ja getönten Dach kann man sowas integrieren. Super Idee. Und ich hoffe, das wird tatsächlich auch von einigen jetzt übernommen, weil wir haben ja immer noch diesen Standverlust oder wenn man die Klimaanlage anlässt und so weiter. Also es wäre schön, wenn er das auch so ausgleichen würde, wie so ein Balkonkraftwerk, ne? Solche Sachen. Also ich werde das, wird das echt bevorzugen hier und empfehlen, wenn sowas funktionieren würde. Ich fand auch dieses Design so cool, weil das wird es ja jetzt auch geben. In den ersten Prototypen konnte man ja von unten da auch so durchgucken und ich fand das Solardesign so cool. Ich wollte das immer in meinem Model 3 auch mal irgendwie so eine Folie dran kleben, um das nochmal hinzukriegen. Ja, schön, oder? Idee geklaut. Weiß nicht. Was geht sonst so? Ja, bis Freitag, also bis gestern, wollte die Bundesregierung irgendein Klimaschutzpaket schnüren. Wir hören noch davon. Es gibt auf jeden Fall mehr CO2-Zertifikate von den Fluggesellschaften. Die haben hier 3,8 Millionen CO2-Zertifikate gekauft, 2018. Das ist, ja. Und davor waren es nur 4 Millionen. Also, okay. Ein Zertifikat, eine Tonne CO2-Ausstoß. Was das kostet, weiß ich nicht. War ja die große Diskussion, mein Chile-Flug da, ne? Ja, der Uwe Baltner, der hat 650.000 Follower und ist ein singender Pendler im Schwabenland. Den wollte ich eigentlich als YouTube-Star hier reinmachen, habe es aber selber noch gar nicht gegoogelt. Da fällt mir gerade auf, dass ich den habe. Könnt ihr ja mal googeln, muss ich nachher auch nochmal angucken. Ansonsten gibt es jetzt keine Ausrede mehr. Also alle,
Dieselautos können jetzt umgerüstet werden, vermutlich nicht alle. Das Kraftfahrtbundesamt, KBA, hat auf jeden Fall jetzt mal hier für Mercedes, Volvo und Volkswagen verschiedenste Modelle zugelassen. Da gibt es jetzt also Nachrüstsets und man muss mit 2.000 bis 5.000 € rechnen. Maximal gibt es einen Zuschuss hier zum Beispiel von VW und Mercedes von 3.000. Also auf irgendwelchen Kosten bleibt man hängen. Seltsamerweise sogar bei Volvo, kein Statement hier zu hören. Da fragt man sich natürlich, ob man das macht. Ja, und dann schnell das Auto noch verkaufen vielleicht. Aber ich glaube, das ist immer eine Minusrechnung im Moment. Ich hätte eigentlich durchgedrückt, dass das komplett bezahlt werden muss. Aber das war wohl nicht möglich. Andere Unternehmen wie Shell versuchen sich jetzt umzustellen, weg von dem wir sind nur Benzinanbieter zu dem weltgrößten Investor erneuerbarer Energien. Also Shell ist da irgendwie auf dem Weg. Wollten die nicht auch an ihren Tankstellen Ladestationen aufbauen? Machen die das schon? Da war doch irgendwas, ne? Mal schauen. Also der neue Chef von Opel ist jetzt auch gekürt worden. Ja, er bringt die Marke Opel, Comeback der Marke Opel, wieder nach vorne mit dem E-Corsa. Genau. Ampera E bauen sie, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Gibt es den noch? Ah, GM hat da, glaube ich, irgendwas noch gedreht. Okay, aber sonst ein Comeback der Marke Opel jetzt unter PSA. Ja, der ehemalige Chef von Opel fährt ja inzwischen Tesla und ist bei irgendeinem Startup oder war bei irgendeinem Startup. Lang nichts mehr gehört von ihm. Ja, das kann man nicht auf sich sitzen lassen, dachte Elon Musk, als der Taycan die 20,6 Kilometer in 7 Minuten und 42 Sekunden geschafft hat. Nürburgring, Nordschleife. Ja, erst haben es irgendwelche Fans nachgespielt und gestoppt hier. Real ist jetzt also bestätigt worden, dass ein das neue Plaid heißt es, ne? Model S Plaid-Modus, also nach. Ich weiß gar nicht, wie sie es in Deutsch übersetzen wollen. Also nach Irrsinn und Wahnsinn oder Wahnsinn und Irrsinn gibt es jetzt noch Plaid. Ja. Drei Motoren, Plaid-Antriebsstrang. Ja, ist ja wieder blöd. Jetzt haben alle Raven gekauft, ne? Uwe, Tesla, Markus, ja, Jungs, hier. Vor dem richtigen Facelift gibt es wahrscheinlich noch Plaid. Und ihr habt jetzt wieder was Altes. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, die neuesten Autos zu kaufen. Man muss ständig gibt es wieder was Neues. Ne? Immer wieder der nächste. Auf jeden Fall bestätigt, 7 Minuten 20 Sekunden, das sind 22 Sekunden schneller. Und der Porsche war ein Sportwagen und das ist eine Sportlimousine mit 5 Plätzen. Ja, demnächst werden sie es wahrscheinlich noch machen mit 5 Leuten auch drin und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das sein muss, aber es zeigt einfach nur, dass Porsche bei weitem nicht das schnellste Elektroauto baut. Nein. Ja, Stuttgart 21 hat jetzt Kritik an dem Andi Scheuer. Untätigkeit wirft man ihm vor, dem Verkehrsminister, der hätte das besser überwachen müssen, weil Stuttgart 21 wird ja teurer. Und eigentlich hat der Bund so eine gewisse Aufsichtspflicht gehabt. Ich weiß nicht genau, das Land müsste das auch beaufsichtigen, aber gut, der Bund auch. Aber der Andi Scheuer ist tatsächlich etwas leger unterwegs, ja. Das wird ihm auch hier vorgeworfen, in vielen anderen Dingen ja auch. Der Mann hält sich trotzdem. Ja. Also bei den Dieselprozessen, wo ja die Geschädigten, man muss die wirklich so nennen, auf irgendeine Entschädigung, muss man auch so nennen, warten, wie in den USA, die werden noch einiges warten. VW selber geht von 4 Jahren Prozesszeit aus, bis dann irgendein Urteil gefällt wird oder vielleicht auch rauskommt, dass sie freigesprochen werden. Ja. Ansonsten hier, wir hatten eigentlich die Woche und letzte Woche ja diesen Angriff in Saudi-Arabien auf die Ölfertigung. Die halbe Ölfertigung fiel aus. Das war dann, hatte dann zur Folge, dass eigentlich der Ölpreis und damit auch der Benzinpreis in die Höhe schnellte. Mal kurz hat sich dann wieder beruhigt. Und kein Grund für Panikkäufe, weil auch Trump hat ja sofort die Reserven da freigeschaltet in den USA und in Europa hat man auch Gegenmaßnahmen ergriffen. Ich bin jetzt kein Verbrennerfahrer. Meine Frau tankt einmal im Monat, deshalb haben wir das gar nicht gemerkt. Also wir selber jetzt. Aber ihr noch Verbrennerfahrer, habt vielleicht gesehen, wie das geschwankt hat. Ja.
Wir hatten natürlich so im Hinterkopf letzte Woche noch, dass plötzlich der Ölpreis runtergeht, günstiger wird und vielleicht es kostenloses Benzin mal geben könnte. Das war jetzt ein Rückschlag. Das verdampft jetzt gerade, es verbrennt jetzt gerade und erzeugt, richtig, CO2. Ja, der Luigi Colani ist gestorben. Wow, mit 91 Jahren, das ist der Mann, der solche coole Gefährte hier gebaut hat. Ich frage euch ja immer, wie sieht ein cooles Auto aus? Hier seht ihr es mal, der hat solche Autos gebaut. Das habe ich selber mal gesehen auf einer Weltausstellung. Sein Truck, damit ist er bei mir auch bekannt geworden. Der hat noch viel mehr so Teile gebaut. Das wäre der Mann gewesen, um uns die Autos der Zukunft zu bauen. Ja. Und bei den SUV-Fahrern wird jetzt die Wohnung durchsucht. Ja, nach einem schweren Unfall natürlich nur. Aber das ist ja wie beim Krimi hier, das ist Tatort schon, ne? Ja, warum ist dieser SUV in die Menschenmasse gerast? Vermutlich der Fahrer hat irgendwie einen epileptischen Anfall oder sowas gehabt. Das versuchte jetzt hier die Polizei rauszukriegen. Das Fahrzeug selber war nicht schuld. Wo man das natürlich jetzt so suggeriert hier, ne? SUV, tote Fußgänger. Ja, so einfach geht's nicht. Ich habe eine Empfehlung von euch vom Hajo Schörle. Ja, hier, Hajo Schörle, den aus Nagold. Ich habe auch mal in Nagold gewohnt, im Schwarzwald. Den habe ich nämlich in Horb getroffen. Und der hat mir diese Hefte mitgegeben. Die habe ich mir sogar bezahlt, ja, um ihn zu unterstützen. Der hat nämlich ganz tolle Elektromobilitätshefte gemacht. Erstmal so ein super Krimi, den muss ich noch lesen. Der ist noch eingeschweißt. Das ist für die Erwachsenen. Und für die Kinder gibt es hier für die Ladeweile zwei so Hefte, ein so ein Erklärheft und ein Ausmalheft und auch mit Rätseln und sowas drin. Und es ist ganz, ganz toll gemacht. Also wenn ihr irgendwas zum Verschenken mal sucht, schaut mal auf seiner Seite vorbei. Das ist jetzt echt Schleichwerbung, weil das ist wirklich gut. Also Hajo, das ist wirklich gut, was du da gemacht hast. Allein schon die Bilder und so. Es ist echt super. Tolle Sache. Also so kann man tatsächlich die E-Mobilität auch verbreiten. Ganz tolle Idee. Daher unterstütze ich das hier auch. Habt ihr in meinem Video von Horb auch kurz gesehen, der hat er auf seinem Auto drauf gehabt. Ja, Zukunft 42. Haben wir die Lösung für die Zukunft? Millionen Röntgenbilder zugänglich, frei zugänglich im Netz. Also diese fehlende Sensibilität für Datenschutz. Ja, da müssen wir echt besser werden. Also Internet und so ganz toll, aber wir müssen auch an Datenschutz denken. Das ist immer noch nicht im Griff. Wir haben das nicht im Griff, muss ich sagen. Ansonsten unsere grün-schwarze Regierung hier muss sich ja jetzt entscheiden, wollen wir Euro 5 Diesel verbieten in der Umweltzone oder nur temporär? Ja, die CDU will kein flächendeckend und Kretschmann hält sich zurück und ich glaube, sie werden gezwungen, bin ich der Meinung, weil die Gerichtslage war, glaube ich, eindeutig. Man wartet jetzt ab, was die nächsten Messungen so ergeben. Ich habe nachher noch eine schöne Meldung aus Stuttgart, fällt mir gerade ein. Apple will auch nicht zahlen. 13 Milliarden sollen sie hier an die EU nochmal zahlen. Nachzahlungen, Steuernachzahlung. Ja, Irland hatte ihnen so ein super tolles Angebot gemacht. Und dann haben sie das natürlich angenommen, Anführungszeichen, oder ihren Sitz dorthin verlagert. Und dann jetzt im Nachhinein will man dann über die Jahre, das sind jetzt mehrere Jahre, die da natürlich dahinter stecken, die 13 Milliarden, haben auch schon, glaube ich, 12 Milliarden zurückgelegt, ne? Wollen Sie dir das nachfordern? Und dann haben die gesagt, nee, nee, wir haben ja auch hier in Europa eigentlich gar nicht den Umsatz gemacht und eigentlich in den USA, dann hättet ihr es in den USA versteuern müssen, das wäre wahrscheinlich aber auch teurer gekommen als Irland, hat ja einen Grund, warum die Irland gewählt haben. Ah. Na, am Schluss werden sie doch zahlen müssen oder pleite gehen. Nein, Apple geht nicht pleite. Ja, der Strommarktpreis, nein, der Strommarkt wird neu aufgestellt zwischen E.ON und RWE und so weiter und so fort und ich hoffe nur, dass am Schluss der Strom billiger wird. Oder? Weiß nicht. Ja, hier ist ein Versuch in Stuttgart am kommenden Sonntag auf der Theodor-Heuss-Straße und Teile der B14. Die werden gesperrt für den Verkehr, nicht wegen der Proteste. Die sind ja, glaube ich, nur am Freitag angemeldet. Ja, ist mal ein Versuch und mal zu gucken. Autos raus aus der Innenstadt. Ja. Das hat es mit dem hier oben zu tun. Also, dass man versucht, irgendwie Zonen zu sperren. Also, die Anwohner finden das überhaupt nicht witzig. Gar nicht. Habe ich schon gehört. Jetzt gucken wir mal die Tesla Firmware Version 10. Da gibt es ein schönes Video von den Beta-Testern.
Seltsam, wie wird man eigentlich Beta-Tester, Early Adapter, nee, Early Access-Programm von Tesla? Das sind nämlich nicht die super YouTuber. Also wenn man die Kim von Like Tesla zum Beispiel guckt, die hat nie ihr eigenes Auto, sondern das kriegt die immer von jemandem gestellt, von irgendjemandem, der hier, wie dieser Kollege, nämlich, ich verlinke den euch, der da das ausprobiert und dann eigentlich nicht so der super YouTuber ist da. Ja? Ich muss euch ehrlich sagen, der Kollege ist jetzt hier eine ganze Weile gefahren, glaube 40 Minuten oder was, ne? Und hat da so verschiedene Abfahrten und ein bisschen Überholvorgänge und so weiter und so fort, ewig lange Sequenzen. Und ich gucke mir das so an und denke, ist irgendwie nicht viel mehr als das, was das Teil jetzt schon kann. Also Leute, das ist noch nicht die Version, die wir da erwarten oder die in den Demos waren. Nee, nee, nee. Und ein bisschen zappeln tut er immer noch. Und außerdem muss man hier so ein, sieht er hier, so ein Gewicht dran machen, dass er nicht ständig verlangt, dass man am Lenker bleibt. Also, Video ist ganz gut, guckt es euch an. Aber ich habe gedacht, das Ding kann mehr in Version 10. Gut, wir werden es dann sehen. Vielleicht verkenne ich die Situation. Ne? Und in Deutschland ist es eh nochmal anders. Was jetzt gerade vermarktet wird, ganz andere Sachen, die wir gar nicht wollen. Wir wollen in Version 10, dass das Auto durch die Innenstadt fährt, wie in Tesla Dings da stand, ne? Und Autobahnen sowieso kann, natürlich. Also, ne? Navigate und Autopilot muss zu 100% funktionieren. Wir kriegen ein neues Spiel, so ein Jump and Run hier, Cuphead. Interessiert mich nicht, Leute, muss ich jetzt ehrlich sagen. Beach Buggy Racing war ganz cool, das da brauche ich jetzt nicht. Ja, wahrscheinlich die Kinder brauchen es. Okay. Tesla Theater ist schon ganz nett. Das ist Netflix, YouTube und Tutorials wird man da haben. Nicht integriert in den Browser, wie ich dachte. Einfach nur die Videos dort drin abspielen können. Das wird weiterhin nicht gehen, weil der Browser auch während der Fahrt funktioniert. Ja, diese Sachen funktionieren alle nur im Park. Ja, es wird eine separate App geben, die dann das YouTube oder für Netflix oder für die Tutorials. Tutorials finde ich eine gute Idee, das war vorher noch gar nicht im Gespräch, sich im Auto mir die Bedienungsanleitung angucken kann. Das ist cool. Natürlich eigentlich nur noch mal in den 10 oder 20 Minuten, die ich am Supercharger stehe. Ansonsten, also wenn ich wirklich parke, werde ich wahrscheinlich kaum im Auto sitzen bleiben. Es gibt alles. Ja, dann gibt es die Karaoke mit C geschrieben, ja. Habe ich hier unten auch Lieblingslieder und so weiter. Das ist ja in den USA und in Asien so total der Gag. Also in Deutschland ist das, glaube ich, nicht so das Ding, aber okay. Dann hier die Fahrvisualisierung. Das ist das hier. Das wird schöner aussehen. Man kann das auch verdrehen, seitwärts drehen. Ich denke, das ist hier die falsche Anwendung. Ich denke, beim Einparken wird das interessant sein, dass man dann sich das so hindrehen kann und gucken kann, wie viel Abstand eigentlich zu einem anderen Fahrzeug ist. Ich hoffe, das geht beim Einparken überhaupt. Das werden wir noch sehen. Ein automatischer Spurwechsel, aha, endlich mal Autopilotfunktionen. Und genau, und dann gibt es hier, fühlen Sie sich glücklich oder hungrig? Neben Home und Work kann man ja dann noch auf Hungry oder Lucky drücken. Bei Hungry zeigt er einem die nächstgelegenen Essgelegenheiten, also Restaurants an. Und bei Lucky wohl Sehenswürdigkeiten. Ja, Hungry finde ich noch ganz gut. Lucky, okay, das probiert man ein, zweimal aus, aber das ist doch jetzt nicht. Na, das ist wieder, hat jemand auf Twitter vorgeschlagen und Elon Musk fand es gut und hat es implementiert. Das ist Gag-Charakter, ja. Die Karten werden verbessert, ja, die müssen auch dringend verbessert werden. Ich habe jetzt übrigens entdeckt, hatte ich euch das schon gesagt, dass ich manchmal überhaupt nicht mehr auf die Autobahn zurückkomme, dass er mit dem Mods Umwege fahren will, dass er die nahegelegensten, einfachsten Straßen nicht mehr findet. Ich habe entdeckt, ich hatte angekreuzt, bitte Fähren und mautpflichtige Straßen meiden. Und scheinbar nach dem letzten Update, das ich draufgekriegt habe, werdet ihr alle inzwischen haben, ihr Tesla-Fahrer, hat er wohl einige Straßen, vor allem Auffahrten von oder Bundesstraßen oder was weiß ich, so Straßen, die für LKWs mautpflichtig sind, hat er jetzt irgendwie da drin und versucht, die zu vermeiden und irgendwie drumherum zu fahren. Das ist meine Erkenntnis im Moment. Ich muss das an einer Stelle, wo ich es ganz genau weiß, nochmal checken. Ja. Da, also deshalb, die Karten müssen unbedingt verbessert werden. Ja, und also bei uns jetzt hier in Deutschland vor allem, wenn er immer noch die Geschwindigkeitsbeschränkungen von der Karte liest, das muss auch verbessert werden. Sentry-Mode-Verbesserung, das lädt jetzt die Sentry-Mode-Dateien in ein separates Verzeichnis. Das ist natürlich cool und die werden auch irgendwann überschrieben, wenn das Speicher voll ist. Das hat ja jetzt im Moment zur Folge, dass es gar nicht mehr aufzeichnet. Das ist auch eine coole Sache. Dann der Joe hat seinen Joe-Mode gekriegt. Was ist das? Da kann man die Lautstärke des Glockenspiels, damit ist gemeint, das ist eine Eindeutschung, ich gebe es zu, die Warngeräusche, piep, bab, ja, oder das Einschalten vom Autopilot, ne, das ist ziemlich laut. Das kann man dann leiser stellen, damit die Kinder nicht immer auf
aufwachen, die Kinder vom Joe natürlich bloß. Ja, ist wieder auch so ein, na gut, das ist eigentlich selbstverständlich. Also die Funktion finde ich jetzt gut. Software-Update-Verbesserungen, keine Ahnung, die zeigen dann hoffentlich mal vorher an, was ich dann bekommen würde. Und der Anwendungsstarter wird auch verbessert. Na gut. Leute, das hier sind alles Gimmicks. Ich will Erkennung von Stoppstellen, von Kreiseln, von roten Ampeln. Automatischer Überholvorgang mit wieder reinfahren. Das, was Audi, Mercedes, VW können. Na gut, die halten nicht an Stoppstellen an. Ich möchte, dass bei Geschwindigkeitsbegrenzung am Schild die Geschwindigkeit gefahren wird, nicht dahinter. Ja, eindeutig. Andere Autos können das. Das ist nämlich eigentlich das, was ich euch mitteilen wollte. Tesla ist in Bezug auf seinen Autopilot nicht mehr führend. Nein, definitiv nicht. Einige Sachen sind smoother, okay. Ja, AP1 ist noch smoother übrigens, ne? Ich fahre ja gerade Model X. Das erwarte ich. Also Version 10. Ich hoffe in den nächsten Wochen. Ich hoffe im nächsten Monat noch. Ja. Also bis Ende des Jahres erwarte ich es auf jeden Fall. Dann schauen wir mal. Hier könnt ihr nochmal ein Video von mir angucken, wo ich das auch nochmal alles formuliert habe, was ich in Bezug auf Autopilot erwarte. Und nicht auf irgendwelche Gimmicks da. Ja, also ein bisschen mit den Gimmicks muss langsam jetzt mal aufhören. Es ist nett, wenn wir alle 2 Wochen ein Update kriegen. Aber bitte ordentliche Funktionen jetzt mal langsam ausliefern. Gut, das war jetzt ein Statement von mir. Gut, dass wir den Klimastreiks an den Schulen geht so nicht weiter. In Baden-Württemberg drängt man auf die Einhaltung der Schulpflicht und entsprechende Sanktionen. Ja, es gibt kein politisches Streikrecht. Ja, auch nicht für Bedienstete, wenn die jetzt am Freitag, da den 20. zu den Demos gegangen sind hier überall. Ja, da musst du frei nehmen. Gibt es noch nicht. Ja, ansonsten ist es so, dass man jetzt hier am Neckartor, das ist da, wo ich auch schon für euch lang gefahren bin, wo diese Mann- und Hummel-Sachen, auch diese Filter da stehen, da hat man jetzt auch einen neuen Asphalt übrigens aufgebaut. Das habe ich gar nicht gewusst. Ein Hightech-Asphalt, der auch das mit Titandioxid, der die schädlichen Stoffe hier einsammelt, nämlich das und dann nachher in Nitrat umwandelt und das landet dann in der Kanalisation. Okay, und die Stickoxidreduzierung um 26% dann erreicht und da ist auch die Messstelle. Also im Moment haben wir da alles. Die höchste Belastung, die Filter und den Asphalt und die Messstelle. So, also ich bin ja mal gespannt. Also erst waren es diese Filterle, muss ich erst sagen, le. Ja, ich bin da vorbeigefahren, habe gedacht, das kann jetzt nicht sein, dass mit den 3 Filtern da irgendwie nennenswert was umgewandelt wird. Das mit dem Asphalt kann ich mir jetzt schon besser vorstellen. Das heißt also, wir müssen die ganze Stadt neu asphaltieren. Und schon ist das Problem gelöst. Ein anderes Problem hat übrigens hier der Mediamarkt gelöst, nämlich die Rückgabe von alten Handys. Die kann man jetzt hier, ich mache euch diesmal rein, ist irgendwie mit Flip for New, ist das gemacht irgendwie, das ist irgendein Anbieter, ein Drittanbieter, der das macht dann mit so Automaten. Man muss das vorher klassifizieren, sein Handy, dann schmeißt man es da rein und dann kriegt man direkt das Geld gut geschrieben. Ich weiß nicht, ob dazwischen nochmal eine Checkroutine ist oder sowas. Also gute Idee. Muss ich selber mal ausprobieren mit irgendeinem alten Handy. Hier habt ihr alte iPhones noch da rumliegen. Ne? Mal gucken. Ja, die Roboter kommen. Ne? Wir haben ja immer Angst, dass die Roboter uns irgendwann übernehmen. Hier in Deutschland hat die höchste Roboterdichte. Nee, haben wir nicht. 338 Roboter pro 10.000 Arbeitnehmer. In Singapur sind es 831 und in Südkorea 774. Also sind wir auf Rang 3. Aber wir sind schon hinter Südkorea und Singapur auf Rang 3 mit der Roboterdichte. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir hier in Deutschland so viel Roboter haben. Ist doch klar, warum. Die deutschen Arbeiter sind so teuer, deshalb haben wir sehr viel Vollautomatisierung. Genau. Daher kommt das. Ja. Tesla muss was im Service Center machen. Also hier sind ja die neuen Service Center schon mal so angegraut. Augsburg bei München. Hier Mannheim ist dann hier bei Straßburg irgendwie. Man sieht schon, das wird dichter. Hier ist noch eine Lücke da. Leipzig, Dresden, irgendwie Hannover. Das ist alles angedacht. Hier ist noch ein Loch. Und ich habe jetzt selber Erfahrung, weil hier, ich habe nämlich das Model X Pegasus in Service geschickt. Sollte eigentlich dann, sehr viele Sachen hatten wir da drauf. Ich habe auch einen Loaner bekommen, ein Model S 90D. Das ist ein Model X 90D, passt also.
Und hier sieht man, man kann das auch in der App dann verfolgen. Und ich habe hier so ein paar SMSen und leider hat sich alles ein bisschen verzögert, weil die Diagnose nicht so einfach war. Wir hatten dann eine Fehlermeldung von dem Anhängermodus, der ging nicht mehr aus und solche Geschichten. Irgendwann mittendrin ist das Fahrzeug auch mal im Service und außer Betrieb. Man hört, sieht da nichts mehr. Manchmal sieht man was, wie Deckel auf, zugeht und man kriegt auch normalerweise hier so eine Fertigstellung immer. Ja, das war jetzt am Freitag, 16:44 Uhr war dann der letzte Termin. 16:44 Uhr, ich habe mich eh schon gewundert. Bis 17 Uhr arbeiten sie nämlich. Und ging aber nicht. Und jetzt ist es verschoben sogar auf Montag. Aber ich habe ja den Loaner, also kein Problem. Gut, du kannst nicht anrufen so aktiv selber, aber du kannst über SMS. Und der Kollege hat mich jetzt auch jedes Mal zurückgerufen. Ich habe auch immer denselben Ansprechpartner. Hat jetzt eigentlich wunderbar funktioniert. Sie sind nicht ganz proaktiv so. Also ich glaube, sie haben eher ein Problem mit Fehlermeldungen, die nicht so alltäglich sind wie jetzt diese Anhängerkupplungsgeschichte. Da war jetzt das Problem, ist es der Sensor, ist es die Leitung, ist es das Steuergerät? Das war jetzt das Steuergerät, das ist auch sogar da und das muss aber jetzt am Montag dann eingebaut werden. Alles andere ist schon repariert. Wie gesagt, wir haben eine lange Liste gehabt und auch sehr viel ist es noch übernommen worden. Das Auto hat nämlich über 160.000 Kilometer schon drauf. Das ist jetzt das letzte Mal, dass wir wohl noch mal was richten lassen und dann läuft ja das nächstes Jahr sowieso raus. Und dann kann man es kaufen als eine der ersten Model X. Ich bin jetzt soweit zufrieden mit dem Service. Er könnte etwas besser sein. Er könnte etwas besser auch in Bezug auf die Diagnose natürlich sein. Aber es geht in die richtige Richtung, eindeutig. Wie funktioniert eigentlich der CO2-Handel? Ja, es ist hier ein schöner Artikel gewesen bei uns im Techboten. Es gibt in Leipzig und in London eine Börse. Haha. Und da kann man pro Tonne für 25 Euro sich freikaufen. Ja, die Idee dahinter ist eigentlich, dass man das alles so ein bisschen die Zertifikate nachher limitiert und dann, wenn die aus sind, dann darf man einfach kein CO2 mehr ausstoßen. Wie das dann gehen soll, weiß ich nicht. Oder man muss das Doppelte zahlen oder keine Ahnung. Also so ist die Idee. Ja. Und zwar sollen eigentlich nur die Inverkehrbringer fossiler Brennstoffe bestraft werden und nicht der Autofahrer selber. Ich war im Zweifel, ob das bei den Heizungen auch so ist. Ja, das muss man nochmal gucken. Also der Heizungsbauer muss dann ja zahlen und der Autobauer und nicht der Heizungsbetreiber und auch nicht der Fahrzeugfahrer, wenn dem jetzt so wäre. Ne? Na gut, und es wird dann noch ein Höchst- und Mindestpreis und irgendwie was weiß ich geben und so weiter und finde ich ja alles ganz interessant. Nur was wollen wir mit dem ganzen Geld? Das kann es ja nicht sein. Wir können das Geld weder atmen noch essen. Ja. Ja, jetzt, was machen wir damit? Ich hoffe, die haben eine Lösung. Die Allianz verzichtet bei leichten Unfällen auf die Auswertung von Unfalldaten. Bei leichten. Bei Toten nicht. Da wollen sie das schon haben, auch wenn der Fahrer nicht einwilligt. Da seht ihr es mal wieder. In einigen Fahrzeugen kann man das ja anwählen, abwählen, ob das aufgezeichnet wird. Ich glaube, man wird es in Zukunft nicht mehr abwählen können. Es wird immer aufgezeichnet und wird dann auch immer Versicherungen, Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt. Auf dem Level sind wir. Datenschutz, Zukunft 42. Ja. Digitalisierung, genau dasselbe Thema. Die Smart Cities sollen hier entwickelt werden. Ja. Was ist eine Smart City, bitteschön? Ja, das ist auch noch so eine Geschichte. Ja, alle Formalitäten sollen übers Internet ablaufen. Jeder Bürger einer Stadt kriegt freies Internet, freies WLAN. Nee, das ist wieder nicht. Nee, aber okay. Die Behörden zumindest mal. Smart Cities ist ja cool. Es gibt auf jeden Fall hier einen verschärften Wettbewerb, in dem nämlich der ADAC jetzt eine eigene Kfz-Versicherung anbietet. Das finde ich interessant. Tesla hat ja in Deutschland noch nicht die eigene Versicherung am Start. Und das eigene Leasingmodell ist auch nicht so super toll. Ist auch nicht wirklich ihr eigenes, aber das ist jetzt mal interessant. Das ist nämlich genau in die Richtung, wie auch hier der Michael Schmidt gedacht hat, mit einer Community-Ladekarte, dass der ADAC jetzt mal von seinen Mitgliedern aus eine Kfz-Versicherung anbietet. Ich muss mir die mal angucken, ob die wirklich günstiger ist, besser ist. Das ist natürlich schon so eine Idee. Ich meine, nichts gegen ADAC, haben auch ihre Chance, ne? Wie VW. Okay. Also VW und Porsche haben keine Chance. Hier Rückruf von 227.000 Autos. Es ist nicht so, dass nur E-Autos abbrennen und nur darüber Meldungen kommen. Also bei meinem Techboten kommen auch solche Meldungen, ne? Oder Airbus, Mitarbeiter unter Spionageverdacht. Die haben nämlich irgendwelche neuen F Ausschreibungen, glaube ich, vom Finanzminister, nee, vom Verteidigungsministerium, genau. Von der AKK hatten die gekriegt.
haben die sich besorgt und haben die schon mal verteilt im Unternehmen, um dann ihr entsprechendes Angebot vorzubereiten oder keine Ahnung. Ja, und haben sie dann, Anführungszeichen, nein, sie haben sich nicht selber angezeigt, die haben das nur gemeldet. Das war keine Selbstanzeige, hat Airbus gesagt. Ja. Gut, jetzt hat man in Frankreich auch mal einen Grundstein für eine Pilotanlage zur Batteriezellenfertigung gelegt. Frankreich. Also unsere umliegenden Anrainerländer machen da jetzt auch was. Und es gibt keine Steuer auf VHS-Kurse. Also diese schrägen Sachen sind alle ein bisschen schräg hier, ne? Die ja. VHS-Kurse, die sollen besteuert werden. Ja? Also das Land lehnt einen Plan der Bundesregierung ab. Also die Bundesregierung wollte das machen. Ansonsten hier Huawei hat jetzt das Mate X rausgebracht, ein Auffallzuklapp-Handy hier, sieht so aus. Ja, Samsung hat ja auch so ein Teil. Normalerweise sieht man das dann hier irgendwie den Falz. Wird zuerst in China auf den Markt gebracht und dann wahrscheinlich später bei uns auch hier. Schauen wir mal, im Oktober wird der Start da sein. Ich weiß nicht, ob man das braucht. Ich bin da im Zweifel, ob man sowas braucht. Also, was haltet ihr denn von diesen Klapp-Handys? Greta Thunberg ist in den USA und sie hat ein tolles Video aufgezeichnet, das könnt ihr euch angucken. Ist bei Guardian News veröffentlicht worden, man soll das sharen, finde das auch gut. Sie hat jetzt hier zusammen mit dem Kollegen hier, dem George, entworfen, man müsste tatsächlich die Wälder aufforsten. Also die günstigste Methode neben diesem tollen Asphalt, den wir in Stuttgart haben, ist scheinbar Bäume pflanzen. Wer hätte das gedacht? Und die wachsen sogar von selbst. Und die können nämlich CO2 wieder in Sauerstoff umwandeln. Ja, also Aufforsten der Wälder ist jetzt auch bei Greta Thunberg ganz, ganz vorne dran, was man auf jeden Fall machen müsste. Es wird nicht reichen, sagt sie auch. Deshalb kommen ja auch noch andere Sachen, die uns nicht so ganz gefallen, dann so ins Spiel. Aber das ist eigentlich im Moment wohl so ein bisschen ihre Leitlinie, um aus dem Dilemma rauszukommen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich aufhören damit, das Zeug zu verbrennen, die fossilen Energieträger, also E-Auto, E-Mobilität, Elektro und so weiter. Aber das Ganze muss grün bleiben. Also es bildet sich jetzt so langsam so ein Gesamtbild und es sieht sehr, sehr einfach eigentlich aus. Es ist die Frage, ob es so einfach geht. Viele, viele haben auf jeden Fall am Freitag protestiert dafür. Nächste Woche geht es weiter in New York vor der UN. Wird die Greta Thunberg ja auch sprechen. Sie ist stellvertretend für alle die, die da irgendwie jetzt natürlich demonstrieren, ne? Nicht für die hier unten, die hier das alles filmen. Da geht es jetzt irgendwie weiter und es ist die Frage, wie schnell geht es weiter? Ja. Ja. Die Bundesregierung hat auf jeden Fall hier ein Klimaschutzpaket 2030 jetzt geschnürt. Ich habe da mal ein bisschen was zusammengeklebt. Das Original-PDF habe ich euch unten angehängt. Also es geht natürlich ganz vorne um diese CO2-Bepreisung. Hier habe ich mal die Preise hingeschrieben. Ja. 10 Euro pro Tonne, das war doch vorhin viel höher. Und 2025 sind es dann 35. Das hatte ich doch, ich hatte doch vorhin 25. Wieso ist das jetzt so günstig hier? Wieso ist das in Deutschland so günstig? Das stimmt da was nicht. Das war für den Flug, ne? Okay. Das ist also zu wenig eigentlich hier. Na gut. Im zweiten Fall, ein zweiter Dings ist dann hier die Entlastung der Bürger und dann noch sektorbezogene Maßnahmen. Also Senkung der Stromkosten zeige ich euch gleich nochmal und Anhebung der Entfernungspauschale für Fernpendler. Okay, Stromkosten ist interessant. Dann gibt es noch für Gebäude hier Förderung bei Sanierung, energetischer Sanierung und effizienteren Gebäude und Erneuerung von Heizanlagen. Ja, es sollen nämlich die alten Ölheizungen verboten werden. Das steckt dann dahinter. Irgendwo hat mir auch einer gesagt, der Kraftstoff sollte teurer werden. Das habe ich jetzt nicht so direkt gefunden, aber ich habe es auch nur überfliegen können jetzt gerade. Dann soll natürlich Ausbau der Ladeinfrastruktur nochmal passieren, Elektromobilität. Das sind immer die laufenden Punkte hier übrigens. Und die nochmal die Förderung des Umstiegs von elektromobilen PKWs, kommt gleich auch nochmal ein Detail. Dann aber auch Kraftstoffmixentwicklung fortschrittlicher Biokraftstoffe soll gefördert werden. Und alles wird teurer hier unten, nämlich, nein, andersrum. Erstmal wird der öffentliche Nahverkehr soll attraktiver werden, mehr Radwege, Schienen, Personenverkehr, auch Güterverkehr soll gefördert werden und Fliegen soll teurer gemacht werden. Ja, und auch Entwicklung strombasierter Kraftstoffe, da ist dann die Brennstoffzelle dann doch noch untergekommen auf Position 24. Es geht noch Punkt, Punkt, Punkt einiges weiter. Das sind mal so Sachen, die mir so aufgefallen sind und ich habe euch nochmal weich rausgezogen hier, Senkung der Stromkosten, nämlich da soll die EEG-Umlage reduziert werden. Das ist eigentlich das Interessante, die bei uns ja in Deutschland einen großen Anteil macht.
Und ab 2021 wird die EEG um 0,25 Cent pro Kilowattstunde gesenkt. Das ist nicht viel. Ja. Wird dann aber weiterverfolgt und vielleicht irgendwann einmal, ne? Das ist noch nicht die große Maßnahme, die ich erwartet habe. Ich habe eigentlich mehr da erwartet. Das ist ein bisschen wenig, aber immerhin überhaupt mal was, ne? Es wird noch einen zusätzlichen Masterplan für die Ladesäuleninfrastruktur geben. Da geht es auch um 24/7, habe ich gesehen. Ja, und dann hier, das ist eigentlich das Wichtige für uns, die Förderung des Umstiegs für elektromobile PKWs, ja, wie das hier so schön heißt, wird auf 2030 verlängert. Aber sowohl für batterieelektrische als auch für Plug-in-Hybriden und, das haben Sie hier vergessen, natürlich für die ganzen Wasserstoffautos wahrscheinlich auch. Und die Dienstwagenbesteuerung geht nochmal runter auf 0,25%. Das ist natürlich wirklich gut. Allerdings, nur für E-Fahrzeuge bis 40.000 Euro Anschaffungspreis. So. Ist das schon wieder gegen Tesla? Da fällt ja kaum der ID.3 drunter. Also, das wird jetzt schwierig, Leute. Na, 50 hätte ich noch verstanden. 40 ist ein bisschen knäpplich. Ist natürlich die Aufforderung an die Industrie, an die Fahrzeughersteller natürlich erstmal günstigere Autos hier zu bauen, denke ich, ne? Steuerbefreiung haben wir auch, aber längstens und so weiter. Und hier unten auch Kaufprämie, ja, auch auf 40.000 gedeckelt. Anschaffungspreis. Ohne Mehrwertsteuer vermutlich mal. Hoffe ich doch. Oder mit. Müssen wir noch gucken. Dann sehen wir noch ein bisschen die Toleranz drin. Bisher war es eigentlich mit Mehrwertsteuer, ne? Ja, das ist jetzt das Einzige, was ich mir ja so auffällt, was mir nicht so ganz gefällt. Sie haben auch jetzt nicht geschrieben, dass das unbedingt mehr ist. Das müssen wir, die Details muss man da echt nochmal angucken, ja. Ein paar Sachen sind gut. Deshalb sagen auch viele ersten Reaktionen, es wäre zu wenig, was da die Bundesregierung vorlegt. 2030. Wir machen kurz Werbung. Tesla-Aktie mal angucken. Letzte Woche ja mit plus 10 sehr gut. Diese Woche dümpelt. Ja, ich hatte damals schon, letzte Woche schon gedacht, es wird wahrscheinlich so ein da oben bei 225 ein bisschen hängen bleiben. Ist auch so passiert jetzt die Woche. Ein bisschen auf und ab. Naja, immerhin auch minus 3% und wieder hoch. Aber nicht so die große Bewegung. Wir zoomen ein bisschen raus. Ja, wir sind auf so einem Plateau da oben. Insgesamt natürlich, ich habe IAA hingeschrieben, das stimmt natürlich nicht. Das habe ich mal so als Synonym, es waren andere Sachen. Ja, wir waren schon besser dran und natürlich, ich weiß nicht, ob das ein Aufwärtstrend ist, wir wissen es immer noch nicht. Es sieht ganz gut gerade aus für Tesla, ja. Vielleicht war auch die Sache mit dem Porsche. Ja. In unserem Portfolio hat Tesla bis immer Schlusslicht. Da ist Nvidia und Wirecard und Volkswagen hier dabei. Letztes Mal, wo ich es aufgeschrieben habe, das ist vor 2 Wochen gewesen, hatten wir schon 8.000 Gewinn. Wir haben das jetzt verbessert auf 10.000. Ja, hauptsächlich beigetragen hat, Nvidia hat sich gehalten. Ich glaube, Volkswagen hat noch mal ein bisschen zugelegt. Ja, die IAA hat Volkswagen hier definitiv gut getan. BYD ist nur leicht gekommen und Tesla auch nur leicht. Ja, insgesamt ganz gut. Da sind auch die 2.000 Euro nochmal hergekommen. Aber eigentlich deutlich zu sehen ist der Volkswagen eigentlich. Das muss man schon sagen. Der ist gut weggekommen. Fanseite. Vielen Dank an die Fans, die mich unterstützen. Vielen Dank. Also wer mich monatlich unterstützen will, kann das mit so einer bei Patreon machen, mit einer regelmäßigen Spende. Man kann auch gern per PayPal regelmäßig spenden. Die Spenden laufen direkt in die Mehrkilometer der von Nextmove unterstützten Autos rein. Ja, es ist nicht so, dass ich die Autos umsonst bekomme, sondern nur zu reduziert. Wenn ihr das unterstützen wollt und den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr das gern hier über eine kleine Spende machen. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt auch einen Gegenwert kriegen hier über so einen T-Shirt-Shop hier, ne? Könnt ihr auch kriegen, Spreadshirt. Ja, da oben steht es auch nochmal. Dankeschön für alle Unterstützer. Model 3. Was gibt's Neues vom Model 3? Wir haben ja noch hier ein bisschen Statistik. Letzte Woche sah es so aus, diese Woche sieht es so aus. Ja, Leute. Ja, es geht horizontal, ne? Würde ich sagen. Hier keine Fins ausgefasst und ein bisschen Auslieferung nicht großartig. Ich glaube, der Markt ist gesättigt im Moment. Schade eigentlich, ne? Was sind denn die nächsten Dinge, die so dran sind? Autonomes Fahren ist eigentlich dran. Habe ich hier immer kleben, ne? Würde gern das vollautonome Fahren mit Version 10 testen. Oh, ich habe noch was vergessen. Ah ja, der Brick vom Peter.
Also Peter war jetzt auch auf der IAA oder war zumindest in Frankfurt. Er war hoffentlich auf der IAA und ist nächste Woche wieder da. Und deshalb haben wir es die Woche nicht geschafft, ein Interview nochmal zu machen. Ich glaube, wir kriegen es nächste Woche noch hin, weil Ende nächster Woche ist nämlich eCannonball. Da ist er ja wieder unterwegs. Okay, sein Auto ist wieder da, ist auch komplett repariert. Seine Story werde ich aber noch dokumentieren. Versprochen. eCannonball, ja. Das Team Schräg mit dem Peter ist dabei. Ja. Mit dem Bernd und dem Peter. Und ich fahre leider nicht mit. Oh. Wie konnte das wieder passieren? Ja, leider. Familiäre Verpflichtungen gehen leider vor. Und wir hatten schon vor einigen Wochen das vereinbart. Deshalb auch das Treffen dort beim Peter, damals mit dem Bernd. Und die beiden übernehmen jetzt die Sache. Ist alles schon geregelt mit dem Uwe und mit dem Michael. Und ja. Schade, schade. Aber das Team Schräg ist vertreten. Super. Unterstützt uns. Ich bin gespannt auf den eCannonball. Hier bei uns um die Ecke mache ich nochmal Werbung am 13. Oktober. Ist ja auch in greifbarer Nähe. Erste, stimmt nicht ganz, Stuttgarter Tesla-Treffen. Hat sich schon wieder einer im Forum gemeldet. Ich habe auch schon tausendmal ein Treffen gemacht in Stuttgart. Ist ja okay. Also jetzt habe ich mal die aktuellen Zahlen reingemacht. Wir haben ein bisschen addiert hier. 17 plus 11 plus 1 plus 1. Ja, 20, 30 Leute haben sich im Moment angemeldet. Ist da in der Nähe vom Supercharger Leonberg in dem einen Hotel da. Wer also noch Interesse hat, bitte im Tesla Fahrer- und Freunde-Forum mal reingucken. Könnt auch gerne mal reinschreiben, dann, dass ihr das hier bei mir gesehen habt, weil der Tesla Andi ignoriert mich. Na gut. Ich ignoriere hier auch gerade den Kalender, in dem ich ihn nicht aktualisiere. Hier steht noch der eCannonball drauf und das große Treffen in Horb war ja, muss ich auch durchstreichen, eCannonball habe ich noch, aber dann habe ich nichts Richtiges mehr, muss ich euch sagen. Hier diese eMove 360 in Düsseldorf, nee, bei München, Düsseldorf. Bei München ist noch so auf dem Plan, aber dann hört so langsam auf, ne, an Veranstaltungen. Ich glaube, dieses Jahr läuft dann nicht mehr so arg viel. Ja, guckt aber selber mal rein. Ansonsten habe ich ein Video veröffentlicht zu Horb. Falls euch die Horber-Geschichte nochmal interessiert, ist so ein bisschen live immer so ein bisschen mitgefilmt und so ein paar Eindrücke. Ich war jetzt selber erstaunt, wie viele YouTuber, wie viele Leute ich da getroffen habe kurz und wie viele Statements da zusammenkamen. Finde selber eine coole Geschichte irgendwie. Es geht natürlich Spielfilmlänge, ist wieder eine Stunde geworden. Ja, also YouTube möchte, dass man Spielfilme dreht und ich drehe jetzt immer Spielfilme gerade. Ja, ich finde es schade, wenn ich Sachen zusammenschneide und waren eigentlich sehr, sehr viele coole Begegnungen dort. Und nochmal Dank an alle, die mich getroffen haben und die mir auch da ein Feedback gegeben haben. Vielen Dank an euch. Danke an die treuen Fans und an die anderen YouTuber. Ja, und ich habe jetzt hier als Abschluss tatsächlich ein zusammengeschnittenes Video über den Fußgängersound, der aktuell in den USA ausgeliefert wird in den Model 3s. Das ist jetzt wirklich aktuell. Ich habe das jetzt mehrmals angehört und auch echt zusammengeschnitten und zusammengesucht für euch. Es gibt keine ordentliche Aufnahme im Internet gerade. Das ist die beste, habe ich so den Eindruck. Obwohl ich immer. Ey Leute, wenn man so eine Aufnahme macht, wo es um irgendeinen Sound geht, dann muss man wirklich gucken, dass drumherum kein anderer Sound läuft. Ich habe immer noch den Eindruck, dass der Kollege das Auto aufgenommen hat, während über ihm ein Hubschrauber flog. Oder, das müsst ihr jetzt selber beurteilen, das Model 3 hört sich an wie ein Hubschrauber. Also hört euch das mal an. Jetzt erstmal vorwärts. Vorwärts und rückwärts sind unterschiedlich. Das ist rückwärts. Kommt's raus.
Jetzt nochmal von innen. Ich weiß nicht. Was haltet ihr davon? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg.